Kurze Zeit später präsentiert der Detektiv Anwältin Katharina Hellbach seine Handyaufnahmen. Er hofft, dass die Gesprächsfetzen seiner Auftraggeberin weiterhelfen, um endlich herauszufinden, ob die Gynäkologin wirklich Andrea Webers Tochter hat. René Wagner kann diesen Verdacht kaum glauben. Ach genau, hier. Das ist die Frau Marquardt. Das ist die Hebamme, die bei der Entbindung meiner Mandantin dabei war. Aha. Sag mal, was glaubst du eigentlich? Glaubst du wirklich, dass dein oder dass die Ärztin deiner Mandantin das Kind weggenommen hat? Ja, ist eine komische Geschichte, oder? Und du weißt, ich bin ein absolut rationaler Mensch. Von daher habe ich schon so meine Zweifel gehabt am Anfang, ob das stimmen kann. Aber Tatsache ist, dass jetzt immer mehr Fakten sich ergeben, die die Geschichte meiner Mandantin tatsächlich stützen. Mhm. Ja? Die Frau Dr. Remscheid, ja? Mhm. Die wäre ja jederzeit in der Lage, einem freiwilligen DNA-Test zuzustimmen. So könnte sie doch nachweisen, dass die Sarah ihre Tochter ist. Ja, klar. Tut sie aber nicht. Meine Mandantin jedenfalls hat das Baby nie zu Gesicht bekommen, nicht einmal auf dem Arm oder irgendwas. Dann ist es irgendwo beigesetzt worden, niemand weiß wo. Und auch sonst habe ich bis jetzt nichts rausbekommen, was irgendwie diese Geburt belegt. Naja gut, das Ganze ist 4 Jahre her. Und wenn die beiden wirklich gemeinsame Sache gemacht haben, dann ist das jetzt bei Weitem nicht mehr so. Ja? Also ich habe ja nicht alles verstanden in dem Streitgespräch. Aber was ich mitbekommen habe, die Ärztin hat zu der Hebamme gesagt, wenn sie bei einer gewissen Sache nicht mitmacht, ja, dann wird sie das bitter bereuen. Das habe ich verstanden. Sag mal, diese junge Frau hier, die ist ja auch offensichtlich hochschwanger, oder? Ja, die ist genauso weit, was ich einschätzen kann, wie die Frau Ärztin. Na Mensch, nicht, dass es sich dabei hier vielleicht um das nächste Opfer handelt. Obwohl, meine Frau Dr. Remscheid ist ja selbst schwanger, macht ja gar keinen Sinn. Ja, was soll ich dazu sagen? Du weißt selber, das gibt dir noch Pärchen, die selber keine Kinder bekommen können oder Schwierigkeiten haben mit der Adoption. Das sind alle potenzielle Kunden, wo man richtig Knete mit verdienen kann. Ist so. Hm. Gut, ich brauche auf jeden Fall die Bilder ausgedruckt. Weil ich werde die Hebamme jetzt mal damit konfrontieren müssen. Also, warum sollte die denn mitmachen? Das solltest du machen. Ich hoffe, wir liegen mit meiner Vermutung hier nicht richtig, dass diese junge Frau, die hier hochschwanger ist, das nächste Opfer ist und hier möglicherweise wieder versucht wird, ein Baby wegzunehmen. Das wäre ja tatsächlich ungeheuerlich. Ich werde auf jeden Fall noch mal mit der Hebamme sprechen. Die macht einen recht labilen Eindruck. Und außerdem, nach den Bildern zu urteilen, hat sie ja jetzt angefangen, Dr. Remscheid die Stirn zu bieten. Rechtsanwältin Katharina Hellbach passt den Arbeitsschluss der Hebamme Claudia Marquardt ab, um in Ruhe mit ihr sprechen zu können. Die Juristin hofft, dass die Hebamme nach der offensichtlichen Auseinandersetzung mit der Gynäkologin eher bereit ist, endlich mit ihr zu kooperieren. Sie schon wieder. Machen Sie schnell. Halten Sie sich kurz, weil ich habe jetzt Feierabend, tierischen Hunger und möchte endlich nach Hause. Ja, liegt ganz an Ihnen, wie lange unser Gespräch dauert. Soll das jetzt hier im Verhör werden? Soweit ich weiß, sind Sie Juristin und nicht die Polizei. Außerdem muss ich überhaupt gar nicht mit Ihnen sprechen. So habe ich es gar nicht gemeint. Ich will aber bloß versuchen aufzuklären, was hier mit Frau Dr. Remscheid los ist. Können Sie mir vielleicht mal sagen, worüber Sie hier gestritten haben? Nichts Besonderes. Wir haben uns gar nicht gestritten. Kann es vielleicht sein, dass es dabei um diese junge Frau hier geht? Ja. Das ist Frau Pfeiffer und wir haben nur diskutiert, ob sie eine Wassergeburt machen möchte oder nicht. Ja, dann frage ich mich, warum Frau Dr. Remscheid in dem Zusammenhang gesagt hat, wenn sie nicht tun, was sie will, dann werden sie es bereuen. Ach, Quatsch. Wie gesagt, wir haben nur diskutiert, mehr war da nicht. Es sieht ja keine Diskussion aus, sondern wie sie an ihn rumzerrt. Also, wissen Sie, jetzt reicht es mir wirklich. Also ich möchte jetzt endlich nach Hause und gehen Sie bitte. Ich gehe davon aus, dass Sie hier vielleicht die Komplizin von Dr. Remscheid sind. Und dass diese junge Frau hier ihr nächstes Opfer ist, der Sie das Baby wegnehmen wollen. Das muss ich mir jetzt nicht wirklich gefallen lassen. Also lassen Sie mich in Sagen Ruhe. Sagen Sie, womit hat Dr. Remscheid Sie in der Hand, Frau Marquardt? Gut, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass die Hebamme hier unmittelbar ein Geständnis ablegt. Wäre natürlich schön gewesen. Ich finde es im Prinzip schon richtig, die Schwangere jetzt hier zu warnen. Nicht, dass er das gleiche Schicksal blüht wie meiner Mandantin. Andererseits fällt es mir wirklich schwer, eine Hochschwangere jetzt hier in Panik zu versetzen. Aber ich denke trotzdem, wir sollten sie mit unseren bisherigen Ermittlungsergebnissen konfrontieren. In Berlin ermittelt Rechtsanwältin Katharina Hellbach in einem ungeheuerlichen Fall von Kindesentführung. Ihre Mandantin Andrea Weber brachte vor 4 Jahren angeblich eine Totgeburt zur Welt. Doch die Juristin hat den Verdacht, dass deren Gynäkologin das Neugeborene an sich genommen hat. Sie will deshalb die Frauenärztin zu einem DNA-Test überreden, um endlich einen handfesten Beweis für ihre Vermutung zu bekommen. Gucken Sie mal, vielleicht ist ja Frau Remscheid da hinten. Könnte das vielleicht die nächste Frau sein? Ja, das könnte sein, aber wir haben bis jetzt keine Beweise. Verunsichern Sie mir die Frau nicht, okay?
Entschuldigung. Frau Weber. Ich weiß, Sie kennen mich nicht und das hört sich jetzt wirklich irre an, aber Sie müssen sich eine andere Frauenärztin suchen. Sie dürfen auf keinen Fall Ihr Kind hier bekommen. Sie müssen mir glauben, Frau Weber, es ist wirklich... Entschuldigen Sie bitte, lassen Sie sich nicht verunsichern. Hier los, Frau Weber, Sie schon wieder? Also wirklich. Bitte glauben Sie mir. Lassen Sie meine Patientin in Ruhe. Ziehen Sie sich mal in Ruhe die Jacke an. Da müssen Sie sich gar nicht von irritieren lassen. Die Frau Weber ist eine ehemalige Patientin von mir. Die hat eine Totgeburt erlitten und hat ein ganz schweres Trauma davon getragen. Das stimmt nicht. Bitte glauben Sie dieser Frau nicht. Ich habe kein Trauma erlitten. Wir sehen uns dann, ja? Frau Weber, deswegen sind wir nicht hier, ja? Das ist nicht die Wahrheit. Also langsam reicht's jetzt aber wirklich. Jetzt kommen Sie schon in meine Praxis und machen hier meine Patienten verrückt. Sie haben mir mein Kind genommen und genau das haben Sie mit der Frau auch vor. Ich weiß es doch. Könnten Sie vielleicht Ihre Mandantin mal mäßigen? Ja, Frau Remscheid, wir wollten eigentlich mal in Ruhe mit Ihnen sprechen. Haben Sie vielleicht mal 10 Minuten, dass wir uns mal zusammensetzen könnten? Nein, ich sehe auch überhaupt keine Veranlassung, überhaupt mit Ihnen zu sprechen. Da gibt's überhaupt gar keinen Grund für. Sie haben mir mein Kind damals weggenommen und das haben Sie bei dieser Frau auch vor. Ich weiß das. Also jetzt habe ich wirklich langsam richtig die Faxen dicke, ja? Ich rufe jetzt die Polizei an, weil ich mir so eine Verleumdung garantiert nicht von Ihnen gefallen lassen muss. Ich würde Ihnen dringend empfehlen, jetzt meine Praxis zu verlassen. Das ist die Wahrheit und Sie wissen das auch. Das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass Sie ein echtes Problem haben. Das lassen Sie mal unsere Sorge sein. Sie können sich den Anruf sparen. Wir gehen. Vielen Dank, Frau Remscheid. Ja, das Verhalten meiner Mandantin kann ich jetzt nicht wirklich gutheißen. Abgesprochen war eigentlich was anderes. Aber passiert ist passiert. Fakt ist jedenfalls, dass die Ärztin jetzt vorgewarnt ist und wir da dringend auf der Spur bleiben müssen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie nur wartet, bis ihr das nächste Kind ja regelrecht klauen kann und sich dann irgendwo absetzt. In der Zwischenzeit observiert Privatdetektiv René Wagner die Hebamme Claudia Marquardt, die bei der Geburt von Andreas Baby anwesend war. Im Auftrag der Anwältin soll er herausfinden, ob sie von der Ärztin unter Druck gesetzt wird und wie sie in die Sache verstrickt ist. Sie könnte eine wichtige Zeugin sein. Dabei macht der Detektiv eine interessante Entdeckung. Hey. Hast du was für mich? Ja, aber du solltest vorher anrufen. Ja. Viertelstunde habe ich. Aber es ging nicht anders. Mal hinten zum Klo. Ich habe wirklich gesagt, du sollst vorher anrufen. Ja, aber es ging halt nicht anders. Ja, habe ich. Alles da? Ja, habe ich. Hab ich. So, das kommt nie wieder vor. Ja, gut, okay. Na, Frau Marquardt, was haben wir denn da? Hallo? Was suchen Sie auf der Frauentoilette? Geben Sie mir das zurück, das gehört mir. Ja, ganz ruhig. Sie wissen schon, dass das hier unter Betäubungsmittel gesetzt fällt. Her damit und raus hier. Nee. Das gehört mir. Jetzt geben Sie es mir wieder zurück. Nee, Frau Marquardt. Vor allem, woher wissen Sie, wie ich heiße? Das ist mein Job. Wer sind Sie denn? Ich bin Privatermittler, aber der tut jetzt hier nicht zur Sache. Was soll denn das hier alles? Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder ich bringe das Ding jetzt hier zur Anzeige oder Sie kommen mit zur Anwältin. Das war reden. Frau Marquardt, es wird Zeit zu reden. Kommen Sie. Der Detektiv hat die Anwältin sofort über den Vorfall informiert und bringt die Hebamme direkt am nächsten Tag in die Kanzlei. Die Juristin hofft, Claudia Marquardt endlich dazu zu bringen, ihr die Wahrheit zu sagen. Um den Druck zu erhöhen, hat sie ihre Mandantin und deren Freund in die Kanzlei gebeten. Was soll ich denn jetzt hier? Also ich glaube, wir haben was zu besprechen. Na. Hallo. Vielleicht möchten Sie ja selbst mal erklären, was das ist. Ein paar Tabletten und? Ja. Die nehme ich halt hin und wieder mal irgendwie, wenn ich Stress habe, ein bisschen Hektik. Kann es sein, dass das nicht nur ein paar Tabletten sind, sondern dass Sie davon abhängig sind? Quatsch, da muss ich eigentlich gar nicht bleiben. Was wollen Sie mir eigentlich unterstellen? Also Sie bleiben bitte mal hier, Frau Marquardt. Ich denke, dass Sie von diesen Tabletten abhängig sind. Kommt das hin? Quatsch, das ist einfach nur die Verantwortung, die ich im Job habe und ein bisschen Hektik und ein paar Geldsorgen. Ja. Mehr ist das nicht. Sie haben Stress wegen den laufenden Ermittlungen. Ja. Sie haben Angst, dass hier rauskommt, dass Sie damals mit Dr. Remscheid zusammen dafür gesorgt haben, dass meiner Mandantin das Kind entzogen wird. Ist das so? Wissen Sie, was ich mache? Ich werde Sie bei der Polizei anzeigen. Was denken Sie, wie lange Sie nach Hebamme sind, wenn man Sie hier mal untersucht und feststellt, dass Sie in regelrecht sediertem Zustand Schwangere entbinden? Dann haben Sie mal wirklich Geldsorgen. Vielleicht möchten Sie ja hier mal reinen Tisch machen. Könnte sich strafmildernd auswirken.
Gut, also es tut mir wirklich leid, aber Frau Dr. Remscher hat mich damals erpresst und ich musste das machen, was sie gesagt hat. Ansonsten hätte ich meinen Job verloren. Das ist doch alles, was ich hatte. Sie hätten ihren Job verloren? Sie hätten ihren Job verloren? Ich habe mein Kind verloren! Womit hat Dr. Remscher sie erpresst? Nun gut, also ich bin tablettenabhängig und ja, ich habe sie schon immer genommen. Und Frau Dr. Remscher hat Beweisfotos davon und wollte damit zur Polizei gehen. Ich musste halt alles machen, was sie gesagt hat. Das heißt, Sie mussten alles machen, was Sie gesagt haben. Das ist für eine billige Ausrede. Ja? Sie haben immer einen anderen Weg, eine andere Lösung. Ich habe wirklich immer wieder versucht, irgendwie einen Weg daraus zu finden, es gut zu machen. Ja, ja. Da gibt es überhaupt nichts mehr gut zu machen. Naja, Frau Weber, vielleicht kann Frau Marquardt ja doch wieder was gut machen. Es gibt noch eine weitere Schwangere, oder? Eine weitere Schwangere, bei der Frau Dr. Remscheid plant, ihr das Kind wegzunehmen. Ja. Ich denke, da könnten wir zusammenarbeiten. Mit dem Geständnis von Frau Marquardt haben wir jetzt endlich die Voraussetzung, dass das Gericht unverzüglich einen DNA-Test anordnen wird. Bei dem sich dann natürlich rausstellt, dass es sich bei Sarah eigentlich um Pia handelt, die Tochter meiner Mandantin. Allerdings wird das natürlich eine ganze Weile dauern und wir haben im Moment ja regelrecht Gefahr im Verzug, denn eine weitere Frau droht hier ihr Kind zu verlieren. Ich denke, dass wir versuchen sollten, Frau Dr. Remscheid hier irgendwie in Flagranti zu erwischen. Anwältin Katharina Hellbach will der Gynäkologin Dr. Remscheid mit Hilfe der Hebamme Claudia Marquardt eine Falle stellen, um ihr so schnell wie möglich das Handwerk zu legen. Damit der Plan funktioniert, muss sie allerdings die Frauenärztin in Sicherheit wiegen und stattet ihr mit ihrer Mandantin und deren Freund einen Besuch ab. Oh, sie schon wieder. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich die Polizei rufe, wenn Sie mich noch mal belästigen. Frau Dr. Remscheid, es ist nicht das, was Sie denken. Meine Mandantin würde Ihnen gern was erzählen. Passt mir eigentlich überhaupt nicht, weil ich gleich los muss. Ja, meine Güte, dann kommt er halt kurz rein. Vielen Dank. Ja, was gibt's denn? Ja, Frau Dr. Remscheid, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Es tut mir leid, was ich alles für Anschuldigungen gegen Sie hervorgebracht habe. Sie hatten von Anfang an recht. Ich war jetzt noch mal bei einer Psychologin und die hat mir dieses Trauma bestätigt, das ich wegen der Totgeburt damals hatte. Und ja, es tut mir leid. Das kommt jetzt aber schon ein bisschen sehr überraschend, nicht? Ja, Frau Dr. Remscheid, die Psychologin hat Andrea auch schon gewarnt, dass sie sich da nicht so reinsteigern soll und dass sie Trauerarbeit leisten soll. Und es ist ganz normal, dass wenn Frauen ihr Kind verlieren so früh, dass sie das Kind irgendwo anders sehen. Ja, das tut uns auf jeden Fall leid. Das ist doch aber genau das, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Man muss halt loslassen. Das ist es halt eben. Sie hatten die ganze Zeit recht. Aber es ist halt eben so, dass meine Mandantin ja nie zu einem Psychologen gegangen ist. Und erst jetzt, nach so vielen Jahren, das erste Mal dort ein Gespräch hatte. Und da sind auch praktisch sofort alle Dämme gebrochen. Und der Psychologe hat halt eben gerade betont, dass es ganz wichtig ist, sich zuerst bei Ihnen zu entschuldigen und halt eben nicht die Schuld und die Trauer auf Sie abzuladen und Sie hier zum Sündenbock zu machen. Deswegen ist es halt besonders wichtig für die weitere Entwicklung meiner Mandantin, dass Sie diese Entschuldigung auch annehmen. Naja. Wollen wir mal nicht so sein, obwohl Sie mir schon ganz schön Stress gemacht haben, nicht? Aber ich bin ja auch froh, dass sie sich jetzt in professionelle Hände begibt und sie das Trauma wirklich verarbeiten kann. Und das ist ja noch so eine junge Frau, dass sie dann auch optimistisch in die Zukunft blicken können und ihr Leben noch schön gestalten können. Und ja, aber gut, ich sagte Ihnen ja, ich habe wirklich was zu tun. Ich würde Sie dann jetzt auch trotzdem bitten zu gehen, ja? Na dann, wünsche ich Ihnen alles Gute, ja? Ihnen auch, Dr. Remscheid. Oh, ich könnte kotzen, ausgerechnet dieser Frau so ins Gesicht zu heucheln. Das hast du super gemacht. Das war widerlich. Ja, aber wir haben unser Ziel erreicht. Ich persönlich habe den Eindruck gewonnen, dass Dr. Remscheid uns das geglaubt hat und den Köder geschluckt hat. Ja, hoffentlich. Auf jeden Fall. Gut. Das war für meine Mandantin jetzt natürlich absolut schwierig, hier so ein Schauspiel abzuziehen und der Frau Dr. Remscheid hier vorzuheucheln, dass sie sich entschuldigen möchte. Aber absolut notwendig, um jetzt hier weitere Ermittlungen anstellen zu können. Ich persönlich halte da gar nichts von. Dass wir jetzt hier warten, bis die nächste Geschädigte ein Kind bekommt, damit ihr im Zweifel das Gleiche passiert. Aber ohne weitere Beweise will die Polizei hier nicht handeln. Katharina Hellbach will Dr. Bernadette Remscheid das Handwerk legen. Die Gynäkologin hat ihrer Mandantin Andrea Weber das Neugeborene vor 4 Jahren gestohlen und ihr vorgegaukelt, es wäre tot geboren. Möglicherweise plant die Ärztin, ihre furchtbare Tat zu wiederholen. Das links ist die Hebamme. Wir sollten hinterher, oder?
Sagen Sie, gibt es hier irgendeine Möglichkeit, dieses Entbindungszimmer zu beobachten? Ja, also der Raum ist unten im Keller und man kann auf jeden Fall raus in den Garten schauen. Also man muss außen irgendwie rum können, auf jeden Fall. Gut, dann lassen wir uns mal vorgehen, dann gehen wir mal gucken. Ne? Okay. Vor 4 Jahren hat Andrea Weber hier selbst ihr Kind zur Welt gebracht. Wird Dr. Remscheid heute wieder versuchen, einer jungen Frau ihr Neugeborenes wegzunehmen? Hier jetzt rechts hinter dem Tor müsste gleich das Fenster sein. Na, ist noch leer. Die Frau tut mir einfach so leid, wenn sie ihr das Kind wegnimmt. Und es ist so eine Hölle. Ich weiß, aber zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir uns noch nicht so viele Sorgen machen. Ich meine, Frau Dr. Remscheid wird natürlich dafür sorgen, dass dem Kind nichts passiert. Sie will es ja haben. Sie kommt. Okay. Ich denke, wir sollten hier irgendwie die Intimsphäre der jungen Frauen ein bisschen respektieren. Kann er noch mal mitmachen? Scheint ja voranzugehen. Die Situation ist wirklich krass hier gerade für mich. Ich habe vor 4 Jahren einfach genau das Gleiche erlebt wie die Frau hier und es war die Hölle. Aber dieses Mal geht's hoffentlich anders aus. Über 3 Stunden dauert die Geburt inzwischen an. Plötzlich tut sich etwas. Das Baby ist auf der Welt. Die Polizisten wollen abwarten, ob die Frauenärztin erneut zuschlägt und der Mutter erzählt, dass sie ein totes Kind geboren hat. Die Juristin will handeln. Okay, jetzt sollten wir reingehen. Gut. Es ist noch nichts passiert. Nein, wir werden jetzt reingehen. Ich werde nicht zulassen, dass die Frau jetzt erfährt, ihr Baby sei gestorben. Wir haben noch keine. Wir haben doch die Hebamme als Zeugin, die wird auch irgendwelche Instruktionen bekommen haben. Das reicht nicht aus. Wir müssen das live hören und sehen. Frau Doktor, könnten Sie mal bitte ganz schnell nach nebenan kommen? Ja. Moment, ja? Frau Pfeiffer, jetzt nicht aufregen, ja? Was ist mit meinem Kind? Das Baby ist gestorben. Es tut mir ganz so leid. Ich will mein Kind. Ich gebe Ihnen mal was zur Beruhigung, ja? Ich will Bleiben Sie mal liegen. Bleiben Sie das mal ist liegen. Mit meinem Baby. Haben Sie dürfen jetzt nicht ich aufstehen in Ihrem Zustand. Lass Sie jetzt liegen in Ihrem Zustand. Ich will nur mein Kind. Die Hebamme macht auf. Los. Alarmstufe rot. Jetzt zählt jede Sekunde. Hier durch. Geht's dir gut? Geht's gut. Okay. Wieso soll bitte ich denn verhaftet werden? Da gibt's ja überhaupt keinen Grund für. Ja, oder? Ich guck mal, ob die Frau Dr. Remscheid bekommen haben, okay? Ja, ich komme. Es tut mir wirklich leid. Warum? Dem Kleinen geht's gut. Ja. Mein kleiner Sohn. Frau Dr. Remscheid, ruhig. Wollen Sie nicht vielleicht mit der Polizei kooperieren? Das bringt doch nichts, wenn Sie sich jetzt so aufregen. Das ist doch gar nicht gut fürs Baby. Ich bin nicht schwanger. Wie kommen Sie darauf, dass ich schwanger bin? Schön wär's. Ist ja auch interessant. Ja. Ja, heben Sie mal gleich her. Das nehmen wir gleich mal mit zur Dienststelle. Kannst du mal das Auto gleich holen, bitte? Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Haben Sie eine Ahnung, wie es sich anfühlt, ja ein Jahr aus diese glücklichen jungen Mütter zu betreuen? Und dann entbinden die auch noch bei mir in der Praxis. Und ich konnte nie ein Baby haben. Ja, mein Partner hat mich verlassen, als klar war, dass ich keine Kinder kriegen kann. Und dann stand ich da. Aber warum haben Sie mir das angetan? Warum mussten Sie mir mein Kind nehmen? Kann man nicht adoptieren? Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit? In diesem Dreckstaat können Sie kein Kind adoptieren, wenn Sie alleinstehend sind. Und in meinem Alter schon überhaupt nicht. Das ist doch kein Grund, mir sowas anzutun.
Also auf jeden Fall gibt es in diesem Dreckstaat Gesetze. Und an die haben sie sich zu halten. Sie können ja nicht einfach einer Frau das Kind wegnehmen und das gerade eben ein zweites Mal versuchen. Dafür werden Sie sich verantworten müssen, Dr. Remscheid. Hier, Frau Dr. Remscheid, dann kommen Sie jetzt mal mit. Wir nehmen Sie jetzt mal mit zur Dienststelle. Wollen Sie Ihren Mantel mitnehmen? Danke. Danke, dass Sie mir geglaubt haben und dass Sie die ganze Zeit für mich da waren. Wirklich. Und wissen Sie, was wir jetzt machen, Frau Weber? Jetzt sorgen wir dafür, dass Ihre kleine Pia so schnell wie möglich zu Ihnen kommt. Okay? Ich muss zugeben, dass ich angesichts der Ungeheuerlichkeit dieser Geschichte wirklich am Anfang skeptisch war. Aber es war absolut richtig, hier dran zu bleiben. Frau Dr. Remscheid wird sich jetzt hier definitiv verantworten müssen und hat mit einer hohen Strafe zu rechnen. Ebenso wird die Hebamme natürlich nicht straffrei ausgehen. Die 4 Jahre kann hier niemand wegwischen. Aber ich hoffe sehr, dass meine Mandantin Frau Weber jetzt hier endlich mit ihrer kleinen Tochter glücklich werden kann. 3 Monate später. Die kleine Sarah lebt nun bei ihrer richtigen Mutter Andrea Weber und hat sich gut eingewöhnt. Auch Andrea und der Kindsvater Thomas haben wieder zueinander gefunden und wohnen mit ihrer Tochter in einer Wohnung in Charlottenburg. Nur eins ist geblieben, wie es war. Und nochmal fliegen? Ja? Okay. Hast du dich eigentlich schon daran gewöhnt, dass die kleine Sarah heißt und nicht 4? Ach du, im Endeffekt. Es ist mir doch jetzt so egal. Hauptsache, sie ist bei mir und du bist wieder bei mir und ich bin einfach glücklich. Ey! Hä? Alles gut? Ja? Das ist einfach alles noch so unwirklich. Ich hatte mein Baby verloren, ich hatte meinen Freund verloren und mein Leben war ein einziger Scherbenhaufen. Und jetzt habe ich einfach eine glückliche Familie. Ich bin einfach so mega glücklich, dass du plötzlich vor meiner Tür standest. Das ist unglaublich. Und dass alles noch ein gutes Ende genommen hat. Das Jugendamt begleitet Sarahs sanfte Eingewöhnung. Dazu gehört auch, dass die Kleine weiterhin Dr. Bernadette Remscheid trifft, die für das Mädchen immer noch die soziale Mutter ist. Die Ärztin muss wegen langjähriger Kindesentziehung mit einer Haftstrafe von 4 Jahren rechnen. Ihrer Komplizin, der Hebamme Claudia Marquardt, drohen 9 Monate Haft auf Bewährung. Sie hat inzwischen eine Entziehungskur von Betäubungsmitteln begonnen. Just like